Schler, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dem Verteidigungsministerium ausgesprochen dankbar für diesen Bericht. Auch wenn ich mich gefreut hätte, ihn vor der Presse zu Gesicht zu bekommen, aber da bin ich vielleicht auch etwas zu altmodisch. Dass es beim Material der Bundeswehr Probleme gibt, ist nicht neu. Das Ausmaß der Herausforderung allerdings schon. Das haben die alarmierenden Nachrichten der letzten Wochen unterstrichen. Eine kritische und gleichzeitig schonungslose Analyse ist absolut notwendig, um diese Herausforderung zu meistern. Diese liegt jetzt vor und offenbart in manchen Bereichen, dass in den letzten Jahren Fehlentscheidungen getroffen wurden. Deshalb will ich diese Aktuelle Stunde auch nutzen, um auf einen weiteren Punkt hinzuweisen, der in diesem Papier zu wenig Beachtung findet. Baustellen gibt es nämlich nicht nur bei den Großprojekten. Auch ein Blick auf die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten lohnt sich. Ich habe diesen Sommer genutzt, um viele Bundeswehrstandorte in unserer Republik zu besuchen. Besonders erschreckt haben mich dabei Berichte, die ich in der letzten Woche erhalten habe. Bei einem Einsatzverband im Südwesten wurde mir ein Problem deutlich vor Augen geführt. Mir wurde berichtet, dass die materielle Einsatzbereitschaft der Grundausstattung bei Teilen der Gruppe bei nur 20% liegt. Handfeuerwaffen und Nachtsichtgeräte sind nur zum Teil verfügbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Bericht, den die Soldaten mir vorgelegt haben, wurde deutlich, dass die für die Ausbildung die Ausrüstung dringend nötig haben. Denn nur wenn diese Soldatinnen und Soldaten bestens ausgebildet sind, auch bei Tag und Nacht mit der Ausrüstung üben können, können sie den hohen Grad an Einsatzbereitschaft leisten, den wir alle von ihnen fordern. Das ist nämlich unser Auftrag, Kolleginnen und Kollegen, den wir den Soldatinnen und Soldaten geben. Gerade bei den Fallschirmjägern haben sich hier große Probleme gezeigt. Also bei denen, die als erstes in den Einsatz geschickt werden und als erste im Gefecht stehen. Das ist, so meine ich, schlicht unzumutbar und auf dem schnellsten Weg zu ändern. Nur so können wir die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleisten und auch unserer Verantwortung als Auftraggeber nachkommen. Ich hoffe, hier handelt es sich nur um Verteilungsproblem und nicht um ein grundsätzliches Beschaffungsproblem. Die Kosten sind im Vergleich relativ klein. Deshalb bitte ich das Verteidigungsministerium, sich diesen Punkt unverzüglich anzunehmen. Um ähnliche Probleme auch bei anderen Standorten auszumachen, brauchen wir zusätzliche Sachstandsberichte. Sachstandsberichte über die einzelnen Verbände und der Ausrüstungsstand sollte überall bei 100% liegen. Das muss das ausgemachte Ziel sein, Kolleginnen und Kollegen. Kritik zu äußern ist relativ einfach und bequem. Das haben wir heute schon mindestens zweimal gesehen. Kritik anzunehmen, Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen, das ist eine andere Frage. Die wichtigste Leistung dieses Berichts ist es, die schlimmsten Mängel schonungslos offenzulegen. Damit muss die Geheimhaltungs- und Verschleierungskultur der letzten Jahre aber auch ein Ende haben. Ein solcher Kulturwechsel wäre wirklich der größte Erfolg dieses Berichts und für das Parlament wirklich unabdingbar. Neben der Analyse finden sich auch konkrete und, wie ich finde, meist vernünftige Handlungsempfehlungen in diesem Papier, die für uns auch die Ursachen aufzeigen, und das heißt nicht automatisch mehr Geld. Wer reflexartig ausschließlich mehr Geld als Lösung fordert, der hat den Bericht entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Die massiven Geldverschwendungen bei den Rüstungsprojekten sind doch gerade Teil des Problems, und damit muss jetzt Schluss sein, Kolleginnen und Kollegen. Dafür brauchen wir vor allem eins, und das wurde in der Debatte wirklich deutlich. Wir brauchen ein besseres Management. Und besseres Management heißt für mich mehr Fachpersonal. Das Kaputtsparen bei den zivil- und militärischen Beschäftigten rechnet sich nämlich nicht. Auch das zeigt der Bericht deutlich. Nur so können wir auch wieder auf Augenhöhe mit der Industrie verhandeln. Eigene Fachexpertise ist da dringend notwendig und gebraucht. Und die Bundeswehr braucht, so meine ich, ein besseres Personalmanagement mit nachhaltigen Personalentwicklungsplänen und gezielten Förderprogrammen für den gesamten Personalkörper. Denn wir werden als Arbeitgeber Bundeswehr nur dann attraktiv, wenn wir auch den nachfolgenden Generationen Perspektive aufzeigen. Und wenn wir jetzt nicht anpacken, fällt uns der Fachkräftemangel auch in den nächsten Jahren deutlich und stärker auf die Füße. Und die Probleme werden noch größer. Auf den Prüfstand gehört ebenso das Konzept Breite vor Tiefe. Es hat sich weder bewährt, noch ist es zeitgemäß. Der Debattenanstoß um Schlüsselqualifikation der Rüstungsindustrie ist daher wichtig. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Wir werden also schauen müssen, was können wir besonders gut, auch im Rahmen und gerade mit Blick auf unsere Verbündeten. Der Weg wird daher zwangsläufig in Richtung einer europäischen Armee gehen müssen.
Es ist daher schlicht ineffektiv und veraltet, ausschließlich im Nationalen klein und klein jede Fähigkeit ein bisschen beherrschen zu wollen oder noch schlimmer überhaupt nicht. Wir müssen stattdessen Kernprofile schärfen, in denen die Bundeswehr Top-Leistungen bringt und diese dann auch mit den Top-Leistungen unserer Freunde und Partner kombinieren. So geht eine moderne, schlagkräftige und effektive Verteidigungspolitik für Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Bericht ist mutig und ein wichtiger erster Schritt. Den Ankündigungen müssen jetzt aber auch Taten folgen. Die Handlungsempfehlungen müssen analysiert werden, sie müssen in konkrete Vorhaben gegossen werden und sie müssen umgesetzt werden. Wir werden diesen Prozess mit allen Kräften unterstützen und wir laden auch die Opposition ein. Ihre Vorschläge sind auch hier gefragt, nicht nur unsachliche Kritik. Vielen Dank.